Im ersten Video von Lektion 4 haben wir bereits eine Einführung in die Nutzung von maschinellem Lernen in den Computational Social Sciences gesehen. Wir haben in diesem Video Decision Trees genutzt, um Wahlentscheidungen bei einer Nationalratswahl vorherzusagen. In diesem Kontext wird maschinelles Lernen in den Computational Social Sciences aber nicht zu seinem vollen Potenzial genutzt. Es gibt in den Sozialwissenschaften eine sehr etablierte Literatur zu Wahlentscheidungen, und wir wissen, welche Variablen oder Features eine Rolle spielen. In diesem Video wollen wir einen Schritt weitergehen und euch eine Anwendung zeigen, bei der maschinelles Lernen methodologische Einschränkungen der Sozialwissenschaften überwinden kann und es uns ermöglicht, durch neue Methoden ein besseres Verständnis der sozialen Welt zu erlangen. Wir werden die sogenannte Survey Attrition untersuchen. Von Survey Attrition spricht man, wenn Personen eine Umfrage nicht beenden, sondern vorzeitig abbrechen. Survey Attrition kann zu einem erheblichen Problem bei der Repräsentativität der Umfrage führen und ist für Forscherinnen und Forscher kostspielig. Zu dem Phänomen der Survey Attrition gibt es in den Sozialwissenschaften bereits etablierte Theorien. Höhere Bildung und höheres politisches Interesse sind zum Beispiel mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, eine Umfrage abzubrechen, assoziiert. Extreme ideologische Positionen und Frustrationen mit dem politischen System hingegen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Allerdings ist unser Verständnis von Survey Attrition nicht so fundiert wie das von Wahlverhalten. Neben den soziodemografischen Faktoren, die Survey Attrition erklären, können auch der Inhalt einer Frage, die Art und Weise, wie die Frage präsentiert werden, das Gerät, auf dem die Umfrage beantwortet wird, die Tageszeit oder welche Personen befragt werden, einen Einfluss auf die Survey Attrition haben. Zudem kommt hinzu, dass all diese Einflüsse auch interaktiv sein können. Soll heißen, dass zum Beispiel bestimmte Personengruppen bei bestimmten Fragen eher abbrechen als andere. Zum Beispiel gibt es Menschen, die keine Fragen zu ihrem Gehalt beantworten wollen. Die Faktoren, die Survey Attrition erklären, sind nicht notwendigerweise universell, sondern sehr oft kontextspezifisch. Bisher wurde Survey Attrition in den Sozialwissenschaften hauptsächlich mit Tabellen, Kreuztabellen oder logistischen Regressionsmodellen untersucht. Forscher und Forscherinnen haben auf diese Art und Weise Unterschiede zwischen den Personen, die eine Umfrage beendet haben, und denen, die das nicht getan haben, untersuchen können. Allerdings waren sie hier mit zwei Problemen konfrontiert. Erstens, sie mussten selber spezifische Variablen oder Features finden, die in Kreuztabellen oder Regressionsmodellen aufgenommen werden sollen. Zweitens, die Anzahl der Variablen oder Features, die genutzt werden konnten, waren begrenzt und heterogene oder interaktive Beziehungen schwer zu entdecken. Da die Faktoren von Survey Attrition, wie bereits erwähnt, sehr häufig kontextspezifisch sind und von Umfrage zu Umfrage variieren, kann maschinelles Lernen genutzt werden, um die Zusammenhänge zwischen Daten und Labels der Survey Attrition zu lernen. Wie von meinem Vorredner bereits erwähnt, können uns Methoden des maschinellen Lernens dabei unterstützen, aus historischen Daten zu Umfragen und der in dem Kontext aufgetretenen Survey Attrition Zusammenhänge bzw. Muster zu lernen, die es uns dann in weiterer Folge erlauben, diese Survey Attrition vorherzusagen. Basierend auf solchen Vorhersagen kann dann beispielsweise versucht werden, die Rekrutierung von Umfrageteilnehmern effizienter zu gestalten oder die gelernten Muster selbst können dabei behilflich sein, Probleme in der Repräsentativität der Umfragedaten, sogenannte Biases, zu verstehen und diesen entgegenzuwirken. Das Problem der Vorhersage von Survey Attrition kann also ein sogenanntes überwachtes Lernproblem oder auch Supervised Learning Problem, wie wir es bereits in Lektion 2 kennengelernt haben, formuliert werden. Konkret handelt es sich bei Survey Attrition um ein Klassifikationsproblem, dessen Lösung eine sogenannte Hypothese bzw. mathematische Funktion ist, die Informationen eines Umfrageteilnehmers oder auch Informationen zu einer ausgefüllten Umfrage auf zwei mögliche Klassen abbildet. Hierfür werden aus den vorhandenen Informationen Features für das Klassifikationsproblem bestimmt, welche die Eingabedaten für die Hypothese darstellen. Diese Features können beispielsweise auf soziodemografischen Informationen eines Umfrageteilnehmers basieren. Die zwei möglichen Klassen sind dann, ob eine Person an der nächsten Welle einer Umfrage teilnehmen wird oder eben nicht. Eine Hypothese charakterisiert dann den Zusammenhang von den Features und der vorhergesagten Klasse. Wie erfolgreich ein derartiges Klassifikationsproblem gelöst werden kann, hängt sehr stark von den gewählten Features und den möglichen Hypothesen, auch Hypothesenklasse genannt, ab.
Als Hypothesenklasse für das oben beschriebene Klassifikationsproblem ziehen viele Forscher die sogenannten logistischen Regressionsmodelle heran. In diesem Kontext ist eine zentrale Forschungsfrage, welche Features sich gut als Basis für derartige Vorhersagen eignen. Anfänglich hat sich die Forschung primär auf die Nutzung von soziodemografischen Features, wie zum Beispiel Alter, Bildung oder auch Einkommen, konzentriert. Neuere Untersuchungen haben sich aber auch mit der Nutzung von sogenannten Para-Features befasst, um die Qualität der Vorhersagen dadurch zu verbessern. Zum Beispiel wurde untersucht, ob Para-Features wie etwa die Dauer für die Beantwortung von Fragen oder ob ein Smartphone zum Ausfüllen eines Online-Surveys genutzt wurde, die Vorhersagegenauigkeit von Survey-Attrition verbessern kann. In diesem Kontext wurden Modelle mit und ohne die Nutzung von Para-Features verglichen und oft konnte eine erhöhte Vorhersagegenauigkeit bei Nutzung der Para-Features beobachtet werden. In anderen Arbeiten wurde beispielsweise auch weiterführend untersucht, ob etwa Features, die die Persönlichkeit der Umfrageteilnehmer charakterisieren, zur Vorhersage genutzt werden können. In diesem Kontext wurde dann beobachtet, dass auch derartige Features die Vorhersagen oft tatsächlich verbessern. Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Nutzung verschiedener Arten von Features vielversprechend für eine verbesserte, eine akkurate Vorhersage von Survey Attrition ist. Diesbezüglich erscheint dann auch die Nutzung von anderen derzeit beliebten Modellen bzw. Hypothesenklassen des maschinellen Lernens vielversprechend. Ermöglichen diese doch unter anderem die Nutzung von wesentlich komplexeren Features auf natürliche Weise. Zum Beispiel ermöglichen diese die Nutzung von sequentiellen Informationen oder auch die Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Datenquellen bzw. verschiedener Datenarten, wie etwa Texten und Bildern. Dies kann bislang oft ungenutztes Potenzial eröffnen und potenziell die Genauigkeit der Vorhersage von Survey Attrition weiter verbessern. Für die Verarbeitung von sequentiellen Informationen kann man beispielsweise rekurrente neuronale Netzwerke in Betracht ziehen, um etwa zum Beispiel temporale Muster in der Veränderung der Antwortzeiten innerhalb einer einzelnen Umfrage zu analysieren. Derartige Modelle bzw. Hypothesen sind im Allgemeinen jedoch wesentlich komplexer als beispielsweise die vorhin erwähnten logistischen Regressionsprobleme, was eine sorgfältige Abwägung der größeren Flexibilität dieser Modelle und der möglichen erzielten Vorhersagegenauigkeit bzw. Generalisierung im Kontext von limitierten Datenmengen erfordert. Des Weiteren stellt die Komplexität dieser Modelle oft eine große Herausforderung bezüglich der Analyse und Interpretation der erkannten Muster dar. Im Folgenden wird mein Kollege kurz demonstrieren, wie relativ einfache Modelle des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Survey Attrition genutzt werden können. Wie bereits besprochen, ist es unser Ziel, vorherzusagen, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Umfrage ausscheiden werden. Der Einfachheit halber konzentrieren wir uns heute nur darauf, die Teilnahme in der nächsten Welle zu prognostizieren, basierend auf den soziodemografischen Merkmalen und den Antworten aus der vorherigen Welle. Daher werden wir auch Personen ignorieren, die an der jetzigen Welle nicht teilgenommen haben, da wir von ihnen keine Antworten haben. Sehen wir uns nun einmal unsere Daten an. Diese sind durch eine Matrix gegeben, in der die Zeilen die verschiedenen Beobachtungen widerspiegeln, also die teilnehmenden Personen. Und die Spalten kodieren die Features, also die Eigenschaften der Personen und die verschiedenen Fragen, die ihnen gestellt wurden. Bei genauerer Betrachtung werden wir feststellen, dass manche Fragen über 90% fehlende Werte haben. Das Problem ist, dass nicht alle Personen dieselben Fragen gestellt bekommen haben. Manche davon wurden nur als Follow-up abhängig von gewissen Antworten gestellt. Um mit den fehlenden Daten umzugehen, verwenden wir zwei simple Zugänge. Am einfachsten ist es, alle Features mit fehlenden Werten zu ignorieren und sich zum Beispiel nur auf die persönlichen und soziodemografischen Variablen zu konzentrieren, welche immer bekannt sind. In einem zweiten Schritt können wir dann versuchen, die fehlenden Werte zu ersetzen, zum Beispiel durch den Mittelwert des jeweiligen Features. Dies passiert unter anderem in diesem separaten Pre-Processing-Notebook. Offensichtlich handelt es sich bei der uns gestellten Aufgabe um eine binäre Klassifikation, Teilnahme oder nicht. Eine natürliche Metrik ist daher die Prozent der korrekt von uns vorhergesagten Personen, englisch Accuracy. Jedoch sind die zwei Klassen unausgeglichen.
Über 80% nehmen von Welle zu Welle wieder teil. Ein Modell, das also für alle Personen Teilnahme prognostiziert, erreicht bereits eine Genauigkeit von eben diesen 80%. Gelernt haben wir aber trotzdem nichts. Daher werden wir in solchen Situationen andere Metriken wie Precision, also wie oft waren wir richtig, wenn wir Ausscheiden prognostiziert haben, und Recall, also wie viele der Ausscheidenden konnten wir identifizieren. Nun zu unseren Modellen. Die moderne Softwareinfrastruktur, insbesondere Python und Module wie Scikit-Learn, machen es sehr einfach, in kurzer Zeit viele verschiedene Modelle zu trainieren und auszuprobieren. Dennoch wollen wir mit den möglichst simplen Modellen starten. Das hat den Vorteil, dass man beim Training nicht viel falsch machen kann und dass die gefitteten Modelle oft leicht zu interpretieren sind. Wir betrachten in einem ersten Schritt die folgenden Modelle: logistische Regression, Decision Trees und Support Vector Machines. Interessante Folgerungen aus den trainierten Modellen sind aber nicht nur ihre Genauigkeit, sondern auch, welche Features als besonders relevant für die jeweiligen Vorhersagen eingestuft wurden. Zum Beispiel sehen wir, dass sowohl Decision Trees als auch logistische Regression dasselbe wichtigste Feature identifiziert haben, nämlich die Anzahl der Tage, die eine Person gebraucht hat, um die Umfrage zu beantworten. In diesem Video haben wir aufgezeigt, wie Methoden der Data Sciences auf Fragen in den Sozialwissenschaften angewendet werden können. Maschinelles Lernen erlaubt, die Anzahl der Features signifikant zu erhöhen, was zum Beispiel die Nutzung von Para-Features in den Modellen erlaubt. Darüber hinaus sind komplexere Methoden in der Lage, die sequentiellen Informationen in Umfragen zu nutzen. Anhand eines ersten Beispiels haben wir gezeigt, wie die Kooperation zwischen Data Sciences und den Sozialwissenschaften in der Praxis aussehen kann. Wir haben euch einen ersten Einstieg gezeigt. Im Dialog der beiden Disziplinen werden Methoden und Anwendungen aber permanent weiterentwickelt.